Es geht, also Hit and Run geht ja mit diesen Verlangsamungspfeilen natürlich super. Oh, was haben wir hier noch? Vielleicht noch eine Nebenquest? Der mir total lieb. Schmeiß nochmal alles hoch. Oh nein, Herbeirufer, der gefallen, der kann wiederbeleben. Oh, was ist denn das da noch? Achso, so ein kleiner. Und tot. Nö, hier oben ist nichts. Aber schön die Blitzdings habe ich so. Ist sie gelevelt oder was? Dim, 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 dim. Sieht verdächtig aus. Oh, was haben wir denn da an? Ludisch der Pirscher. Also von den Chakrams hat er gut Schaden genommen, aber. Ich jage die Bestien, nicht andersherum. Jo, finde ich auch. Die Bestie. Tjo. Gold. Alles. Ja doch, also gerade so auf großem Gebiet, also in den ganz engen Gängen von der Kanalisation sind die Dinger öfter mal an der Wand abgeprallt, dann waren sie weg. Zumindest sah es so aus. Aber hier sind die eigentlich ideal. Also wenn die Gegner so auf einen knappen Korridor kommen, also der halt genauso groß ist wie mein... Guck mal, die Oasen von Lagur. Na, wer liest es vor? Niemand? Hm. Hallo? Vor 3 Jahrhunderten war ein viel kleineres Kaldeum von kleinen Brunnen abhängig, um an Wasser zu kommen. Dann kam der mysteriöse Dalgur, der Kaldeum eine Oase von unvergleichlicher Pracht anbot. In einem Gebiet, von dem er bis dahin angenommen hatte, es sei nur Wüste. Alles, worum er bat, war, dass das Land für immer seinen Namen tragen würde. Dann verschwand er in der Öde. Netter Typ. War die Kette gerade an mir gebunden? Das finde ich aber nicht okay. Ja, also wenn jemand umbenennt, der verschwindet die Oase. Tja, der Mann wo war wohl ein mächtiger Magier. Oder er wollte unvergessen bleiben, auf jeden Fall. Aber eigentlich müsste hier Unsterblichkeit auch mit Magie zu erreichen sein, also in der Sanktuarium der Welt hier. Weil in der Apple 2 hatte ja irgendjemand die Mysterien des Todes rausgekriegt, und dann hat man den Trank getrunken, der hat dann dauerhaft mehr Leben gemacht. Das war nicht viel und das war eigentlich auch total sinnlos und als Questbelohnung einfach auf einen fixen Wert, das war einfach, naja, war nicht richtig durchdacht. Also prozentual Sachen finde ich immer besser, also hier abhängig vom Waffenschaden, die Fähigkeiten, das ist schon besser, weil früher war halt der Schaden, der direkt mit dem Level abhängig von den Fähigkeiten. Und dann war halt Schluss. Insofern, da war auch der stärkste Zauber, war halt immer noch die Feuerwand. Vom, also bei der Zauberin. Ich glaube, ich habe am meisten Wissen mit. Und, naja. Übrigens, da vorne sind, glaube ich, die vergessenen Ruinen. Mal achte übrigens mal auf das Gras vor mir. Wie das beiseite gewischt wird. Ist toll, oder? Oh, ist gleich 13 Uhr. Ich versuche das hier mal schnell zu beenden. Da habe ich auch mal zum kleinen Aufnahmestopp. Hoffe ich doch. Sterb, nehmt dies. Gold, Gold. Keine Heiltränke. Oh, ein Speicherpunkt ist ja natürlich günstig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Findet Soltun Kuhls Kopf. Tja, dann wird das wohl so sein. Aber guck mal, da vorne. Also das ist natürlich ideal, dass es hier offen ist. Da können die Gegner nicht aus... Also... Oh. Ja, die sind aber alle tot. Kann ich schon mal spoilern. Ich glaube, ich kann mal wieder mit ihr reden. Ach, da vorne war so ein... Reden? Nee, kann ich nicht. Also ab und zu sind mal neue Dialoge. Zum Beispiel mit dem Templer ist ganz lustig. Ich spoilere das einfach mal vor, weil ich werde den Dialog nicht führen, weil ich jetzt immer sie dabei habe. Mit dem Templer redet man, also... Und führt ihn immer mehr in Zweifel. Wie sei, bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, ich wurde hier ausgepeitscht. Also ich glaube, so weit bin ich schon gekommen. Auf jeden Fall sagt er dann irgendwann, ja, ich habe nachgedacht. Ich werde jetzt mal gucken, was jetzt eigentlich hier los war und ob ich wirklich so viele Sünden auf mich geladen hatte. Und das hier, wie hieß er denn? Yonda, den er ja am Anfang in der Kirche getötet hat, dass der hat ein seltsames Wort geschrieben, dann liest er, so ist ein ganz normales Wort hier, auf einmal erinnert er sich, dass er da voll abgezogen wurde von den Inquisitoren da, weil eigentlich war der ein, wie hat er sich genannt? Oh, ich will das richtige Wort benutzen. Er war ein verheißungsvoller Soldat der Armee in der Westmark und der wurde dann einfach nur gequält, einfach so zum Spaß, damit er halt, ja, auf jeden Fall schwört er dann, eine Rache eigentlich nicht, aber irgendwie hat er so einen Kompromiss geschlossen, er stellt sich nicht völlig dagegen, naja.
fand auch halt nicht so okay, aber unbedingt den Großmeister Bescheid sagen. Naja. Nicht alle gefährlichen Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu und lassen kaum mehr als Knochen zurück. Mein Hass ist nicht ausreichend. Also der Schaden, der ja durchkommt, ist ja nicht so gewaltig. Kann ich nur immer wieder sagen. Vor allen Dingen zufällig... Warum ist mein eines Ding hier jetzt eigentlich rot? Ich denke, die machen beide heiligen Schaden. Machen sie auch. Zwar nicht viel, aber die machen heiligen Schaden. Naja, wird schon was zu bedeuten haben. Oder auch eben nicht. Hallo, Freunde. Oh, hier komme ich nicht weiter. Ne, es macht definitiv weniger Schaden, als hier mit den Chakrams um sich zu werfen. Die sind irgendwie besser. Guck mal, ein Eisenring. In einigen Mythologien haben Dämonen und Geistern auch Angst vor reinem Eisen. Okay, ich weiß eigentlich gar nicht, in welchen Mythologien. Das habe ich jetzt voller Supernatural übernommen. Aber ist gar nicht schlecht, kann man sich angucken. Aber nur die ersten fünf Dinger. Hoffe ich. Intuition. Super. Ja, das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinsal durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Ach na, so schlimm war denn auch nicht. Was ich gerade sagen würde, Supernatural, super Serie, aber halt nur die ersten fünf Staffeln. Da gibt es nämlich eine sechste, aber die ist nicht mehr vom ursprünglichen Autor geschrieben, beziehungsweise der hat da nur assistiert. Weil er nämlich, der hat sich das komplett als kompletten Zyklus gedacht mit diesen Dings. Das ist auch eine abgeschlossene Geschichte. Die, habe ich gerade das Fenster skaliert? Wenn ja, ist das komplett schlecht, weil das dauert ewig, das wieder zurück zu skalieren. Nein, ich habe es nicht skaliert. Alles gut, alles gut. Ja, das war als abgeschlossene Serie gedacht. Die Serie ist auch in sich gedacht und es gibt da auch wenig, also es passt alles zusammen. Und da war es halt so, dass die Dämonen und, die Dämonen, glaube ich, haben gar nicht so viel Angst gehabt vor Eisen, aber die Geister und das ganze andere niedere Kropfzeug, das war mit Eisen da nicht so, also es musste reines Eisen sein. Stahlmesser war egal, es musste reines Eisen sein, warum auch immer. Was ist denn hier? Ja, Jungs, die Schilde bringen doch gar nichts, wenn die Dinger von hinten angeflogen kommen. Kaputt gedottet. Wie lange das noch nachblitzt? Ja, relativer Gegnermangel hier, ne? Ah, ich habe Level 20. Aua, was ist das denn? Wo kommt denn das Feuer her, was plötzlich unter mir war? Das fand ich ja nicht schön. Immer schön Heiltränke sammeln, die werde ich noch brauchen. Dann kann ich gar nicht... Ich hoffe, die sind im Punkt. Nee, doch, doch. Schon krass, wie die Dinger das zerlegen. Ich warte immer noch. Flupp. Da oben noch was. Also irgendwie regnet es hier Feuerbälle. Ach so, was machen die hier, glaube ich? Die lodernden Wächter sind dafür verantwortlich. Ja, wo habe ich das schon mal gesehen, also diesen hier? Schön, dass ich gerade geleckt habe mit dem Ding. Ich glaube, das gedrückt zu halten kostet fast mehr Dings, als wenn ich das mal kurz anmache. Disziplin. Nee, Hass kostet das ja. Als Dämonenjäger muss man hassen. Also, die könnten sich ja nicht mit Mephisto in eine Reihe stellen, weil. Ist ja auch der Herr des Hasses. Ich meine, die sind ja auch hier. Mehr oder weniger mit Hass haben die ja viel zu tun. Der Hass treibt die an. Nix. Also, ich ahne irgendwie, das läuft immer wieder hinaus, dass ich wieder jeden Millimeter hier sehe. Das ist übrigens 13 Uhr. Ja, die bringen ja total viel, weil du auch niemanden mehr kennst, mit dem du das... Naja. Also Reichtümer so anzuhäufen, wenn man nächsten Tag sterben könnte, bringt halt nicht so viel. Das ist der Grund, warum Piraten eigentlich keinen Truhen angelegt haben, weil das war einfach... Macht nichts. Man hat man ja nicht so richtig was von. Ach, ich habe ja von einem Eisenring gefunden, den sollte ich mir vielleicht mal angucken. Ist mir gerade wieder so eingefallen. Flupp. Habe ich da hinten noch was übersehen? Also ich würde richtig fluchen, wenn hier irgendwie zum Beispiel der Eingang wäre und das ist so der einzige Winkel, den ich noch nicht erkundet habe. Schon wieder hier Kobolde. Sterbt.
Alto. Und die Kollateralschäden sind natürlich herrlich. Zack. Obwohl Kollateralschäden sind, glaube ich, eher menschliche Verluste, die man so aussieht, wenn man Artillerie auf die eigene... Boah, das Wegsteuern war jetzt gar nicht gut. Musste ich hier alle mit Dings töten. 10 Meter sind irgendwie weniger, als man so denken könnte. Warte mal, nicht ernsthaft jetzt, oder? Nein. Ich gucke erstmal hier vorne rechts. Vielleicht ist es ja hier. Nee. Oh Gott, jetzt muss ich wieder... Warum lacht sie denn? Hihihi. Ich sehe doch schon, die wird mich ganz fies hintergehen. So wie in Far Cry 2 war das, genau, wo man seine ganzen Kumpels da hatte. Und auf einmal trifft man die da irgendwie auf dem Flughafen und dann sagen, ja, ja, Kumpel, Jutta, die haben dich beobachtet, dass, ja, wir bringen dich jetzt um. Dann musst du gegen alle einzeln kämpfen. Also, die Kumpels da sind, oder deine Freunde, wie auch immer die heißen, sind in Far Cry 2. Was, Far Cry? Ja, Far Cry 2 war das in der Wüste. Das waren ja die Leute, die man, die ganzen anderen Charaktere, die man nicht gespielt hat. Man konnte sich ja am Anfang einen Typen aussuchen, den man spielen möchte. Und das waren dann halt die anderen. Ganz toll, da konnte man sich auch viel aussuchen. Aber ich glaube, man konnte gar keine Frau spielen, man musste immer einen Typen spielen. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ah, die nehmen auf jeden Fall gut Schaden. Machen wir unsichtbar, haha. Da kann es hier der Zerstörer gar nichts mehr machen. Naja, so mächtig war der nur auch nicht. Hielt sich eigentlich relativ in Grenzen. Guck mal, da ist der Kopf. Oh. Jetzt wäre dieses Rückzugsfeuer natürlich wieder gut gewesen, ne? Horadrisches Magiekonstrukt. Ach ja, richtig. Hallo? Nein, kein Vorwärtsalto, Rückwärtsalto. Ja, so. Saltos und Heiltränke machen ist immer eine gute Idee. Oh, ich hab was zerlegt. Komm. Komm, Zauberin, du schaffst das. Jawohl. Tagebuch des Legers Teil 6 schon? Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die außerdem vom anderen Schar noch habe, die ganzen Tagebücher, oder ob ich die... Ach, ich glaube, hier gibt es einen Wegpunkt in der Oase, den ich jetzt natürlich nicht gefunden habe. Das ist jetzt extrem doof, weil sonst, ich muss jetzt wahrscheinlich den kompletten Sturmschutzkeller, da gehen wir mal kurz rein. Weil muss ich jetzt den kompletten Weg hier nochmal zurücklaufen. Weil ich kann Tom-Portals bleiben leider nicht erhalten. Ja, wird schon nicht passieren. Nicht genug Hass. Wenn das echt Schaden machen würde, so Level 1 macht das sicherlich richtig Spaß. Wenn ich jetzt mit einem anderen Level, mit einem Typen spielen würde, der Level 1 ist. Hallo. Oh, sie waren Schreitkolben. Wer ein toter Mann. Ich habe Abfall aus den Aquädukten gesammelt. Ja, Abfall, magische Gegenstände, alles klar. Die hat auch jemand weggeschmissen, weil die auch so noch nicht wiederverwerten können. Oh. War das gerade von dir das Feuer? Oh, was bist du denn? Tyrannus der Wilde. Der ist irgendwie ganz schön wild. Ich gehe mal nach vorne. Ach, da ist er. Hallo, Tyrannus. Glaubst du nicht wirklich, dass du hier wegkommst? So, guck mal, die der Topaz. Ich bin aber nach der Meinung, also ein Kumpel hat die ganze Zeit gemeckert, dass ich andauernd irgendwelche Edelsteine finde und er nie. Ich glaube, der hat die einfach nur übersehen, weil es sind halt weiße Gegenstände. Also, der Name ist weiß. 1500 Jahre Schlaf haben euch nicht gereicht? Das war nur ein Scherz. Ja, ist klar. 1500 Jahre Schlaf, ja. Glaubt man gar nicht, wie schnell sich davon die Erholung schon wieder in die nachlässt. So, ich will jetzt diesen verdammten Wegpunkt finden. Ich hoffe, es gibt hier überhaupt einen. Bin mir ja nicht hundertprozentig sicher. Aber eigentlich muss ich hier den kompletten Weg nochmal laufen. Sterbt, ihr Narren. Oh, ganz schön viele. Ich warte immer noch. Also wenn ich dieses Hit and Run, also schießen, weglaufen mache, dann kommt es ab und zu mal vor, dass ich außerhalb des Fensters klicke. Und dann geht der Ton weg. Das ist nicht absichtlich. Das tut mir ganz doll leid. Hm,
Entschuldigung. Ja, aber das kommt halt vor, Fenstermodus und so, weil ich halt nicht bereit bin, für meinen Monitor die Bildschirmauflösung zu ändern. Das finde ich doch nicht. Oh, ganz viele, warte mal. Gut, dass ich Saltos machen kann. Das ist sehr praktisch. Nicht genug. Ah, ja, das sind die ganzen Fähigkeiten, die ich gestern halt nicht. Das sind halt die ganzen Fähigkeiten, die ich gestern nicht zum Einsatz gebracht habe. Weswegen ich dann halt öfter mal gestorben bin. Und deshalb. Verdammt, ich muss gleich neuen Tee kochen. Mein Alter ist ja gerade alle gegangen. Ach komm, ich drehe mich auch. Hat sich super. Hat super. Ist nicht, ach, guck mal, davon ist doch der Punkt, dann werde ich. Schaffe ich es noch Level 20 zu werden? Ne, hier sind keine Gegner. Gut, dann schaffe ich es nicht. Ich suche jetzt noch kurz eine Bande. Aber schön, dass ich den Punkt gefunden habe. Das ist sehr angenehm. Da muss ich hinterher nicht laufen. Ja, verdammte Hacke. Das ist wirklich keine Gegner mehr. Was soll denn das? Ich brauche doch nur ein paar. Ach, warte mal. Ich krieg die notwendige Erfahrung ja von. Ach, guck mal. Ich feuere aber ja noch. Hä? Warte mal. Kann ich mich wieder zurückdrehen, da wo ich ursprünglich herkomme? Ich kriege gleich noch Erfahrung von der Quest, die ich abgebe. Danach ist. Guck mal, Zolt und cool. Wirst du nie besser werden. Lea, aua. Bist du in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Es tut mir leid, dich so fordern zu müssen, aber es muss getan werden. Hier, guck mal, das ist wahre Macht. So, hier, Mörder, Buch lesen. Folterer, Monster. Mit diesen Namen versahen die Hora Drim Soltunkul. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur und versiegelten seine zerstückelte Leiche in einem Schattenreich. Es scheint, als hätten sie befürchtet, er könne zurückkehren. Kann er auch. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Hallo, Soltunkul. Ich lebe wieder. Soltunkul. Wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Ich bin nun noch geschickter. Jo. Gut, dann breche ich mal genau hier. Was? Neue Fertigkeit? Juhu, ich bin in Level 20. Ach, wie schön. Warte mal. Also, bei kritischen bestehenden Chancen ist ja eine Chance. Was ist das denn? Schaden gegen Verlangsamung. Jawohl! Gerade mit meiner Kette ist das natürlich super. Wenn euch hier außen rückwärts gemacht wird, Jagdfieber. Lagen Bewegungs- sind Fischchen. Es ist doof. Machen wir hier mal Auslese. Ist ganz gut. Glaube ich. Ich weiß zwar nicht, was prozentual jetzt genau. Achso, 15%. Gut. Gut, dann, bis dann einmal.